Vom Beruf bin ich Theaterregisseur und Leiter eines Theaters, das in der Industriehalle Naxos-Halle in Frankfurt am Main angesiedelt ist. Illegal war das sozusagen von Anfang an, weil wir keinen Auftrag hatten, hier bleiben zu dürfen. Illegal war es aber auch, weil die Halle nicht als Veranstaltungsort ausgewiesen war. Das heißt, es war eigentlich eine der größten kriminellen Vereinigungen Frankfurts und Umgebung, die ehrbare Bürger, am Theater interessierte Menschen zum illegalen Theaterbesuch verführt und animiert haben. Klar, Erfolg ist natürlich sehr wichtig. Man kann nicht ein Leben lang immer experimentieren, aber natürlich ist es mir wichtig, so viele Leute wie möglich für meine Arbeit interessieren zu können. Wenn man inszeniert und zugleich ein Theater leitet und immer darum bemüht sein muss, dass einem das Theater nicht vor den Schuhen weggezogen wird, ist man natürlich Tag und Nacht mit dem Theater verbunden und da gibt es eigentlich kaum Privatleben mehr. Ich gehe nach Hause nach der Probe und dann gehe ich am nächsten Tag wieder zur Probe. Mal gibt es einen freien Tag, wo ich dann gerne auch ins Theater gehe oder in die Oper, dann noch lieber. Ja. Ansonsten habe ich zwei Kinder, Enkelkinder und noch viele, viele Ideen, die umgesetzt werden müssen. Zwischen den Halmen herausbringen. Oh Gott, es tut mir leid. Entschuldigung, ich war. Ich bin gar nicht da. Also ich finde, dass in einer Zeit, in der wir leben, wo fast alles Event ist, alles Unterhaltung, alles in kleinen Portionen gereicht wird, möglichst nicht aneckend, möglichst nicht kompliziert, dass es wenigstens eine Ebene geben muss oder einen Ort, wo das, was man dort rezipiert, wehtut. Also ich bin überzeugt, dass Theater in 1000 Jahren noch existieren wird, weil Theater ist live und in keiner Kunst ist der Mensch, der agiert, so präsent wie im Theater. Und ich denke, eine Gesellschaft, das ohne Theater auskommt, ist selber zum Tode verurteilt.